Bei Einschlägen russischer Raketen in der westukrainischen Stadt Lviv sind Spannwerke und andere Teile des Stromnetzes beschädigt worden. Das melden ukrainische Medien. Lviv liegt nur rund 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Russische Einheiten führen nach Angaben der ukrainischen Armee weiterhin Angriffe in mehreren Landesteilen durch. Russland will in Donetsk und Luhansk in der Ostukraine die vollständige Kontrolle erlangen und eine Landverbindung zur Halbinsel Krim herstellen, so der Sprecher des ukrainischen Generalstabs. Um die Verkehrsinfrastruktur der Ukraine zu zerstören, hat der Feind Raketenangriffe auf Ziele im Gebiet Dnipropetrovsk, Kirovograd, Lviv, Vinnytsia, Kiew, Transkarpatien, Odessa und Donetsk durchgeführt, so der Armeesprecher. Rund um Kharkiv im Nordosten des Landes haben ukrainische Streitkräfte eigener Angabe nach 11 Ortschaften zurückerobert. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu kündigte an, Waffentransporte aus dem Westen anzugreifen. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten fluten die Ukraine weiterhin mit Waffen. Jede Ladung der NATO, die in dem Land eintrifft und Waffen oder andere Gegenstände für die ukrainischen Streitkräfte enthält, erachten wir als berechtigtes Ziel, das zu zerstören ist. In der Nähe von Donetsk brach auf dem Gebiet der selbsternannten Volksrepublik infolge ukrainischen Beschusses ein Großbrand in einem Öllager aus, so russische Medien mit Berufung auf Separatistenkreise. Belarus, der engste Verbündete Russlands, hat mit einer umfassenden Militärübung begonnen. Ziel sei die Einsatzbereitschaft der Truppe zu überprüfen, so das Verteidigungsministerium in Minsk.